Endlich ist es soweit, Leute. Skibidi Toilet Folge 63 ist endlich da. Wir mussten noch nie so lange auf eine Folge warten. Scheinbar war der Ersteller ein paar Tage krank und es gab ein paar Render-Probleme. Deswegen kam die Folge so viel später. Aber ich kann es auch verstehen, Freunde, denn das ist die längste Folge, die wir je bekommen haben. Ich meine, wir hatten Folge 53, Part 1 und 2. Das war zusammen knapp 2 Minuten lang. Aber hier haben wir nur Folge 63 und die Folge alleine ist fast 2 Minuten lang. Eine Folge alleine, fast 2 Minuten. Leute, ich bin ultra gespannt, was hier passieren wird. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo hier auf dem Channel da. Wir gehen rein. Skibidi 63. Oh. Wir haben irgendeine Kanone. Und Raketenwerfer-Toiletten, die uns platt machen. Die haben wir in der einen Analyse schon gesehen in den Leaks. BTF. Was? Betäubt? Bitte. Oh! Ein neuer Speaker-Man? Ist das der Bruder von neuen Speaker-Woman? Was zur Hölle? Er ist auch übel stark, scheinbar. Jo, was? Oh! Wer ist er denn? Alter, eine Jetpack-Toilette? Aber die Jetpack-Toilette? Wer ist das? Huh. Alter, warte mal. Ist es Plunger-Man? Sie haben ihn in eine Toilette gesteckt. Was? Haben sie ihn umgebaut zu einer Toilette? Oh, er kann aber aussteigen. Die haben die Glitch-Toilette umgebaut und Plunger-Man kann das Ding jetzt, dienen oder was? Alter, wer ist er denn? Oh, und so eine Bomber-Toilette. Wird aber auch niedergeschossen. Yes. Titan Cameraman, Titan Speakerman. Mit einer Flotte im Angriff. Was ging hier gerade bitte ab? Okay, wir müssen uns genau angucken, was hier gerade alles passiert ist, Leute. Also ganz am Anfang befinden wir uns auf irgendeiner Art Schlachtfeld. Wir wissen ja, dass die Toiletten wieder im Vormarsch sind. Die Wissenschaftler-Toilette ist zurückgekehrt. G-Man ist zurückgekehrt. Beide sind im Kampf gewesen in Episode 62 und haben einen Hinterhalt auf Einheiten der Kameramänner durchgeführt. Und jetzt befinden wir uns hier scheinbar im Krieg. Die Toiletten greifen an einen unserer Stützpunkte. Hier mit Raketenwerfer, Toiletten, hauen sie uns dann rein. Wir werden schwer verletzt. Und hier sieht man auch irgendwelche Mauern. Also man sieht hier im Hintergrund irgend so eine kleine Befestigungsanlage oder so. Obwohl das auch einfach Zaun von der Baustelle sein könnte. Ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir hier eine neue Toilette mit Jetpack. Die Toiletten haben jetzt Jetpacks. Das ist nicht gut. Und wir sehen immer mehr Toiletten mit diesen mechanischen Beinen, ja. Wir haben ja vorher schon mal Spider-Toilets gesehen, hin und wieder, aber sehr selten. Aber seit die Wissenschaftler-Toilette auch diese großen Spinnenbeine hat, sehen wir immer mehr Toiletten mit diesen Beinen. Und ihr seht, wie effektiv die sind, ja. Vorher konnten die Toiletten nur so rumhopsen, jetzt haben die Jetpacks und Spinnenbeine und teilweise sogar Arme, ja. Und die nehmen mal eben so einen Cameraman easy auseinander. Wir haben aber zum Glück mittlerweile auch gute Waffen und wir haben hier diese neue Version von Speakerman. Ihr könnt euch ja garantiert noch an Speakerwoman erinnern, Folge 60, nee, Folge 61 war das, glaube ich. Speakerwoman in Folge 61, auch diese Kopfhörer auf, coole neue Fertigkeiten mit so einem Jetpack auch und zack, auch mit den Messern im Angriff. Let's go, ich weiß nicht, ob die beiden verwandt sind oder sowas, aber auf jeden Fall beide turbostark. So, jetzt haben wir hier irgendwie so einen Panzer, der unterwegs ist. Also ihr seht, wir sind komplett Vollgas wieder auf dem Schlachtfeld, ne? Das Ganze hatte sich ja so ein bisschen beruhigt für ein paar Folgen, als Titan Speakerman und Titan Cameraman ordentlich im Vormarsch waren und ordentlich aufgeräumt haben unter den Toiletten. Scheinbar ist hier jetzt wieder der Krieg voll entbrannt. Und hier gibt's jetzt erstmal... Boom! Er kommt mit seinem Jetpack hier reingeflogen und drückt unseren Transportwagen kaputt. Hat hier noch 2 Raketenwerfer-Toiletten oben mit dabei. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Let's go. Er wird hier hops genommen.
Er wird hops genommen und zack. Er wird auch vollgasmäßig angegriffen. Von ihm. Guck ihn dir an, es ist Plungerman. Erinnert ihr euch an den Kampf zwischen Infected Speakerman und Cameraman, als Plungerman von Infected Speakerman getötet wurde? Er wurde ja dann von TV Woman wegteleportiert und scheinbar wurde er repariert. Außerdem haben wir eine Glitch-Toilette modifiziert, die wir jetzt selber nutzen können. Plungerman benutzt sie offensichtlich und geht damit hier in den Angriff über. Let's go. Guck dir das Ding mal an. Da sind überall diese, ja, wie heißen die? Diese Plunger. Hier unsere Plömpel sind da drauf. Er benutzt die Teile. Hat hier irgendwie so Control-Dinger, wo seine Arme drin stecken oder so, womit wahrscheinlich die Toilette kontrolliert wird. Irgendwie sowas. Er macht sich hier lustig, weil er in der Toilette sitzt. Aber kriegt so einen Plömpel rein. Let's go. Und er steigt hier aus. Ja, das sind so hier, da wo seine Arme drin waren, ist wahrscheinlich zum Bedienen. Und da haben die einfach diese Glitch-Toilette jetzt benutzt, um damit ultra crazy unterwegs zu sein. So, und da, er steht nochmal auf. Die Mutantentoilette steht nochmal auf, aber hier haben wir so einen verletzten Speakerman, der aber komplett reingeht. Er haut ihm da ein Messer rein. Guck mal, wie kaputt der ist. Er fehlt ein Stück von seinem Arm. Da steckt irgendwas drinne. Aber der gibt noch Gas. Und jetzt haben wir hier diese Bomber-Toilette. Er hat zwei Rotoren oben drauf plus Flügel und ganz viele Bomben dran. Aber zur falschen Zeit am falschen Ort. Hier kommt die Flotte reingeflogen von Upgraded Cameraman, Titan Speakerman. Und die gehen jetzt hier in den Angriff über. Wir ziehen zurück in den Krieg gegen die Skibidi Toilets, gegen die große Wissenschaftler-Toilette. Und ich bin wirklich gespannt, wer aus diesem Krieg siegreich hervorgehen wird. Das wird noch ultra, ultra spannend, was hier auf uns zukommt, Freunde. Cinema Man ist auch immer noch nicht wieder da. Also Titan TV Man haben wir schon seit vielen, vielen Folgen nicht gesehen. Ich hoffe, der wird irgendwo im Hintergrund kräftig geupgradet, weil wir werden den als Joker brauchen. Wir werden den brauchen. Ich glaube nämlich nicht, dass Upgraded Cameraman, auch wenn er extrem stark ist, plus Speakerman stark genug sein werden, um die Wissenschaftler-Toilette zu schlagen. Die sind stark, aber sind sie stark genug? Ich weiß es nicht. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da, Freunde. Ich bin so hyped auf diesen Kampf, den wir hier demnächst irgendwann sehen werden. Let's go. Und falls ihr jetzt noch sehen wollt, welcher Cameraman oder welches Skibidi Toilet wirklich am stärksten ist hier im Skibidi Toilet Universum, dann bleibt auf jeden Fall mal dran. Ich habe hier noch eine Rangliste für euch. Und wir schauen jetzt mal rein hier. Wir haben hier die Vakuumtoilette Skibidi. Und hier haben wir, oh! Sehen wir hier jetzt auch die Größenvergleiche? Warte mal. Warte, wie groß ist? Ja, 1,80 Meter. TV-Man, 1,80 Meter. Und er macht hier seinen Strahl. Aber das juckt ihn gar nicht. Okay, haben wir das sogar mit Power-Level-Vergleich gegen so eine Toilette oder was? Okay, das ist cool. Als nächstes haben wir Cameraman. Cameraman ist 2 Meter. Bro, chill. Warum so groß? Der hat natürlich auch keine Chance gegen diese Toilette. Das geht ja gar nicht. Dann haben wir hier nochmal Cameraman. Auch 2 Meter. Das ist diese andere Variante. Die wir da auch schon teilweise gesehen haben. Der ja auch manchmal diese Kanone auf dem Rücken hat. Mit seiner krassen Zielvorrichtung. So, wen haben wir hier jetzt? Aha. Giant Cameraman. 3 Meter ist der Bruder. Ah, der drückt jetzt schon mal gut einen raus, denke ich. Aber auch noch nicht. Ah, er zieht aber Leben ab. Er zieht Leben ab von der Toilette. Oh, hier Giant TV Man. 5 Meter. Yo. Der macht doch safe richtig Schaden schon, oder? Oder? Oh, Toilette weicht aus. What? Oh oh. Toilette fliegt jetzt. Und macht auch den Giant TV-Man einfach platt. Okay. Wen haben wir hier? Lady TV. Die ist 2,3 Meter. Ist aber auch ganz schön groß, ne? Und macht aber auch gut Damage. Gut Schaden rausgehauen. Gegen die Toilette. Black Cameraman. Warte, nein, das ist der Kameramann mit der Kanone auf dem Rücken. Die er manchmal hat, ne? Haben wir schon gesehen.
2,3 Meter ist der groß. Und jetzt Titan Speaker Man ist 36 Meter groß. Unten links seht ihr auch immer das Power Level. Titan Speaker Man hat schon gut Power, aber nicht genug. Nicht genug. Okay, Titan TV Man, 40 Meter oder auch Cinema. Mit seinen Krallen haut er hier rein und hat die Toilette, hat er sie platt gemacht? Teleportiert sich weg. Oh, hier ist er. Titan Cameraman Ultra Power Level. Habt ihr gesehen? Power Level Maximum Speed Maximum 50 Meter. Das ist der stärkste Titan, den wir bis jetzt hatten. Und der macht doch jetzt wohl diese Toilette nicht platt? Was? Das Ding lebt noch? Okay, jetzt nicht mehr. Ich wollte schon sagen, kann nicht sein. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Jetzt wird er hier von noch mehr Toiletten angegriffen. Ja, aber auch keine Chance gegen, oder? Polizeiskibidi. Jetzt versuchen die Schaden zu machen an Cameraman. Hier, Power Level, ein so ein kleiner Balken. Das ist jetzt der Vergleich von den Toiletten, glaube ich. Die Toiletten werden jetzt am Cameraman gemessen. Am Giant Cameraman. Oder Titan Cameraman, besser gesagt. Guck mal, er zieht ihm 0,0 Leben ab. Einfach plattgewalzt. Er schmeißt hier... Oh! Die Bomben machen aber ein bisschen Schaden. Aber einfach... Hat ihn einfach ausgelöscht. So, hier haben wir Hybrid-Toilettenmann. Der springt hoch. Haut da ein bisschen rein. Aber... Oh, auch mit seinem... Oh, der macht aber Schaden. Hat schon ein bisschen Damage gemacht, aber... G-Man Toilet Man? Wer ist denn G-Man Toilet Man? Ist das nicht einfach G-Man? Oh, hier die Hydra Skibby, die Toilette. Die versucht ja auch ihr Bestes. Verteilt Kopfnüsse. Und übel mit ihrem Laser. Oh, Bruder, chill. Er haut einfach seinen Kernatem raus. Jetpack Skibidi Toilet. Power Level steigt. Aber auch das. Keine Chance. Keine Chance. Oh, die Toilette mit den Kreissägen, die fliegen kann. Die ist schon heftig. Die hat Titan TV Man damals ultra viel Damage gemacht. Aber. Keine Chance gegen Titan Cameraman. Und jetzt wieder der Kollege. Der hat zwar eben schon mal kassiert, aber er kommt einfach wieder. Er benutzt ja auch seine Laseraugen. Aber. Boah. Kriegt einen auf den Kopf drauf. Plus den Atem. Plus diese Kernstrahlung oder was das ist. Und hier, oh, fliegende Kreissägentoilette. Aber, die wird er ja wohl fertig machen, oder? Hey! Wow, ich dachte kurz, das Ding killt ihn. Aber Cameraman muss jetzt erstmal repariert werden. Oh, was sind das für Toiletten? Was sind das für komische Toiletten? Was haben die für komische Farben? Was ist das, eine Hulk-Toilette? Hulk-Toilette und Taxi-Toilette. Die sind ja am Fighten, let's go. Oh! Hat ihn einfach eingesaugt. Aber wir haben hier so einen großen Cameraman. Der haut ab ins Hauptquartier. Und jetzt? Vielleicht wird hier jetzt aber auch der Titan Cameraman repariert. Der hat ja... Was? Hm, ja. Genau. Das habe ich auch gesagt. Oh, er will ihn verwandeln.
Ich will ihn auch stärker machen. Auch zu so einem goldenen Cameraman oder so machen. So wie die Toiletten eben auch golden waren oder so. Okay, da bin ich aber mal gespannt. Ja, die rühren hier irgendwas zusammen. Kriegt er hier mal irgendeinen Zaubertrank angerührt oder was das ist? Und dann schauen wir mal. Oh, er wird blau. Oha, er wächst auch. Und jetzt ist er viel stärker, oder was? Und das reicht? Geht er jetzt Toiletten mies verdreschen, oder was? Guck mal, da ist er am Start. Titan Cameraman ist auch wieder da. Augenscheinlich wurde der schon gut geflickt und repariert. Oh, kriegen die anderen jetzt auch alle so einen Trank? Ja, dann let's go. Alle kriegen hier jetzt irgendwas. Er kriegt hier Orange oder was das ist? So. Alle erstmal hier mit miesen Power-Ups. Let's go. Crazy. Ja, damit werden gleich die Toiletten aber anders rasiert oder was? So, er kriegt ja auch noch... Er kriegt jetzt gelb. Das, was wir eigentlich sehen wollten. So, hier mit gelb schon mal ganz wildes Level erreicht. Richtig gewachsen. So, die beiden hier auch noch. Einmal lila oder was das ist. Und einmal blau. Rein damit. Und die beiden auch hier. Power up. Power up of Doom. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie die Kämpfe gegen die Toiletten dann aussehen. Wenn die jetzt nicht komplett dominieren, fühle ich mich gescammt. Warte, er... Er haut sich auch noch einen rein, oder was? Er wird auch noch viel größer dann jetzt, oder? Wie groß wird der? Boah, Alter, chill! Yo! TV-Man kriegt einen roten Trank. Er hier auch mieses Power-Up und er hat das Gesicht da sogar drauf. Er ist turbo-happy und rot jetzt. Und was haben wir hier? Aber das ist doch Titan TV-Man. Warum ist er so klein? Er muss doch eigentlich viel größer sein. Hä, wieso ist Titan TV-Man so klein hier? In der Animation. Der Bruder ist doch eigentlich viel, viel größer. Das verstehe ich nicht. Wow. Auch Titan Cameraman, der ist doch eigentlich auch größer. Oder waren die anderen schon so groß? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Hauptsache, die werden jetzt alle stärker. Hä? Titan Cameraman ist erst geschrumpft. Und jetzt noch viel größer geworden. Warte, sehen wir die jetzt aber auch mal in Aktion, die Jungs? Mit ihren neuen Farben? Oder nicht? Okay, die benutzen ja alle ihren Strahl oder was das ist? Oder war das ein Kampfschrei? Wahrscheinlich war das ein Kampfschrei oder so. Na? Oha! Na, Cameraman hat ja aber einen reingekriegt. Ist jetzt sauer. Kriegt die Toilette auch noch einen rein? Der Cameraman kriegt auch noch einen rein von der Toilette. Oh. Als wenn er die Toilette einfach wegmessert. Bruder, chill mal. Und dann wird auch noch abgespült. Die Toilette wusste gar nicht, was passiert. Oh, jetzt ist er hier am Start mit einem Raketenwerfer oder was das ist. Okay. Okay. Okay, okay. Machen die einen Combo-Angriff oder was?
Er lenkt ihn hier mit seinem Strahl ab und er kommt mit dem Schwert. Haut ordentlich einen rein. Oder können die ihn hier einfach abspülen? Easy. Entspannt. Und er... Oh! Schmeißt er jetzt eine Bombe auf die alle drauf? Ne, er schmeißt sein Schwert und... Die Toilette weicht aus. Das ist gar nicht gut, Freunde. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Alter, wie viele Bomben hat er dabei? Oh, oh, hat alle weggebombt. Ey! Was macht er? Aber... Oh, yes. Giant Cameraman hat ihn einfach gepackt und zu Boden geworfen. Let's go. Aber wir haben hier noch eine ziemlich große Toilette, die aus dem Hinterhalt kommt hier. Oh. Aber wir haben zum Glück Giant TV Man. Der lässt sich das nicht bieten. Der benutzt hier seinen Strahl und... Zack, zack. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber, oh, was ist das denn? Avenger-Toiletten? Was sind das denn? Einfach die Avenger als Skibidi-Toiletten und die sind auch noch böse? Ich glaube ja wohl, es geht los. Iron Man-Toilette gegen Titan Speaker Man. Ja, Bro, keine Chance. Einfach wegrasiert. So, das Ding wird einfach abgespült. Fertig. Titan Speaker Man ist hier jetzt auf dem Vormarsch, auch noch gegen die Batman-Toilette. What the hell? Ich hoffe, das macht auch genügend Damage. Sieht so aus. Easy, einfach Batman erledigt. Aber ich glaube, Thor und Hulk und so sind hier auch noch dabei. Das könnte noch problematisch werden für Titan Speaker Man. Ja, nee, Thor ist nicht dabei, aber Captain America... Einfach die Captain America Toilette. What the hell, man? Aber, okay, Captain America hat keine Chance gehabt, Bruder. Aber Spider-Man und Hulk. Da sieht das Ganze schon anders aus. Aber wir haben Titan TV, man. Der schmeißt hier mal sein Schwert. Hat, Spider-Man direkt erledigt. Und jetzt geht's ran versus Hulk Toilette. Aber ob das... Ja, als wenn er den Hulk besiegt. Ich meine, es ist nur eine Hulk-Toilette, aber... Wow. Das war stark. Okay, die beiden sind jetzt ja auch am Start gegen irgendwelche Toiletten. Ja, moin. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Trump-Toilette. Oh. Gerade so noch ausgewichen, das war knapp. Benutzt er hier seinen Strahl. Aber das juckt die Hydra-Toilette genau gar nichts. Die machen ihn einfach platt, Mann. Damn. Okay, aber wow. Zweimal Giant TV, man. Was hat er gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Aber ich glaube, die beiden werden jetzt erstmal aufräumen hier. Die benutzen ihre Strahlen. Die benutzen... Wow! Chill, ich sehe nichts. Wer gewinnt das? Die TV-Man. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja, mächtig einen rausgehauen. Hier ist diese andere Toilette. Ist es diese Vakuum-Toilette? Ja, ne? Uff. Alter. Sogar die beiden TV-Man... Oh, wer ist er denn? Einfach so ein Kettensägen-Heinrich. Hä, wo kommt der her? Aber der war nicht in den offiziellen Videos, oder? Cameraman mit einer Kettensäge? Gab's sowas schon mal? Aber Titan Speakerman rettet... Wollte gerade sagen, rettet alle anderen, aber... Ja. TV-Man... Titan TV-Man macht das schon für sich selber. Mit seinen Klingen und Kreissägen an den Händen. Plus dein Fernsehstrahl. Easy. Das ist schon ein krank gemachtes Video, ne? Muss man auch mal an der Stelle sagen. Ultra viel Fantasie hier drin, was hier so abgeht. Hier wird wieder so eine goldene Toilette verdroschen. Wie machen die denn hier Teamwork oder was? Yo, er kriegt erstmal ein paar Knie rein, wahrscheinlich, oder? Übel.
Jetzt wieder sein Kamerastrahl. Aber... Oh doch, das reicht. Okay, stark. Easy. So, die sind hier auch am Kämpfen. Wird aber einfach vom Schwert niedergehauen. Alter. Er kriegt ja auch noch einfach ein Knie reingeschmettert. Einfach so. So, die gehen jetzt ja auch in den Vormarsch rein. Aber... Nee, ja, die nehmen erstmal Rückzug. Wieso kämpfen die denn nicht, die Feiglinge? Jo, jetzt werden die beiden erstmal direkt von der Hydra... von der Hydra-Toilette weggemacht. Und die... Oh. Jetzt werden die... Alter. Eingekreist von den Toiletten. Und komplett weggeschreddert. Üble Nummer. Eine Toilette steht wieder auf. Ein TV-Man steht wieder auf, meine ich natürlich. Und sagt den anderen Bescheid, holt seine Freunde. Hat gesagt, kommt mit, Bruder, die waren fies zu mir. Und jetzt gibt's mächtig einen ins Fressbrett, oder was? Jo, oh! Ja, diese Hydra-Toilette ist auch wirklich... Na? Funktioniert das? Ja, okay, easy. Hydra-Toilette schon mal besiegt. Let's go. Jetzt ein... Oh, was? Einfach die Arme abgesägt? Jetzt alles in die Luft gejagt? Alter, diese Kreissägen-Toiletten sind echt brutal, ne? Muss man ja mal dazu sagen. So, jetzt hier... TV-Woman. Mit ihrem Superstrahl aus ihrem Fernseher. Zap, zarab. Kurzer Prozess. Easy. Let's go. Einfach mal... Oh! Was ist das? Alter. Mit irgendwelchen Riesenraketen am Schießen. Hey. Was war denn hier? Oh. Jo, gibt einfach mal einen Kick rein, wahrscheinlich, oder? Auch noch mies einen ins Gesicht. Let's go. Auf easy. Ja, auch noch mal den Strahl. Alter. Ey, die sind doch viel zu stark. Was soll das denn? Wieso haben die überhaupt alle den Laserstrahl? Es haben doch eigentlich gar nicht alle Toiletten den Laserstrahl, oder? Einfach, jo, wahrscheinlich einfach einen Kopf ab, oder? Und da wieder fliegende Kreissäge. Oh, er benutzt die andere Toilette als Schild. Das ist smart. Sowas haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Oh, und jetzt ist hier nochmal Showdown, aber... Was, die Kreissägen-Toilette macht ihn platt? Okay, die Power-Level sind schon... Und Titan Cameraman schießt einmal rein und dann Game Over. Dann blockt er hier noch die Schüsse und... Das ist aber nicht stark genug. Nein, nein. Titan Cameraman... Löscht ihn weg. Let's go. Und das ist auch das Ende von diesem Video, Freunde. Also der Größenvergleich, richtig, richtig cool und mega coole Animation. Ganz anderer Stil als sonst. Lasst einen Daumen nach oben, da wenn es euch gefallen hat. Gerne den Channel abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.